Hallo Schönheiten, ich habe heute ein Inspiratorial für euch, mal wieder, weil ich die Teile total liebe. Zwar habe ich vorhin original bestimmt vor einer halben Stunde oder so mal wieder reingeguckt in den Kanal von Pixie2Woo und die habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt. Und ich habe damals schon viele ihrer Make-ups toll gefunden. Ich glaube, ich habe sogar eins mal nachgemacht oder so. Auf jeden Fall hatte ich sie jetzt eine ganze Weile nicht gesehen und habe jetzt aber wieder eingeschaltet. Und sie hatte ein wundervolles Tutorial, was ich unbedingt für euch dann praktisch als Inspiratorial gerne aufnehmen wollte und es euch zeigen wollte. Ich habe das jetzt auch gemacht, also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch das angucken. Ich finde, es macht unglaublich viel Spaß, so... Ich habe wieder total Spaß an Tutorials. Das ist bei mir ja immer so phasenweise. Und ich mag... Ist auch total gerne, außer jetzt selber sich eins ausdenken oder so, auch einfach mal was nachzumachen, was jemand anders irgendwie kreiert hat und zu gucken, wie es an einem selber aussieht und was man verändern müsste und was die eigenen Produkte sind, mit denen es gut klappt und was vielleicht Produkte sind, mit denen es überhaupt nicht klappt. Und heute haben wir einen Fall, der überhaupt nicht klappt. Ihr werdet das auch gleich sehen, ich hatte so einige Probleme. Meine Base zu nehmen war eine ganz, ganz schlechte Entscheidung, deshalb sieht es auch nicht so toll aus und aber naja. Ich werde euch aber auf jeden Fall unten das Pixie2Woo Video verlinken. Und guckt es euch an, es ist wirklich, ich finde es grandios. Ich liebe solche Looks, ich mag so Kupferfarben ums Auge herum. Und dann hatte sie ja so eine pinke Base fürs Auge. Das Einzige, was ich habe, was annähernd vergleichbar ist, ist der NYX Jumbo Eyeshadow Pencil in der Farbe Oyster. So, dann folgt jetzt der spannende Teil. Und zwar werde ich mich jetzt an das Coppering ranwagen mit einem 217er von MAC. Und ich hoffe vor allem, dass es nicht allzu fleckig wird, weil ich ja den Jumbo Eyeshadow Pencil unten als Base drauf habe. Ja, hier hinten ist schon Fleckigkeitsalarm. Es lässt sich auch nicht so gut verblenden wie sonst. Black Track Fluid Line von MAC. Dann fehlt noch der Bronzer. Das zweite Mal, dass ich den benutze und überhaupt irgendwie ausprobiere. Ich greife jetzt zu so einem normalen Puderpinsel. Mal gucken, ob das irgendwie besser ist. Kann man so lassen, oder? Vielleicht ein bisschen Gaga 2 dazu. Nur so ein Tick. Okay, also das ist dann das fertige Make-up. Ich finde es eigentlich, um ehrlich zu sein, ziemlich cool. Ich finde, es sieht schön aus. Ich finde aber auch, es hat ein bisschen mehr was von Cranberry als von Coppering. Also wenn ihr die Farbe mal komplett daneben haltet, dann seht ihr vielleicht, was ich meine. Durch das Oyster unten drunter. Ich werde es demnächst nochmal ausprobieren und werde euch ein Foto davon auf den Blog packen. Ich melde mich dann nochmal, sobald das da ist, und werde praktisch Coppering mal pur benutzen, um zu gucken, wie das dann aussieht. Ich glaube, ich werde das ja auch als Videoantwort machen. Danke, liebe Pixie2Woo, dass du das Video gedreht hast. Ich liebe das Make-up, es ist total schön.